Ich will erstmal vorsichtig anfangen mit den grundlegenden Typen, die C# kennt. Die Auswahl ist etwas anders als in C und auch etwas anders als in Java. Grundlegende Typen. Naja, den haben Sie schon gesehen. Bool, keine große Überraschung. Ja, nein. In Java heißt der Boolean, um alle zu verwirren. In C und C++ heißt er auch Bool. Dann gibt es einen Char. Der ist aber wirklich für Zeichen gedacht. Da können Sie dann auch irgendwas Kyrillisches oder Hebräisches oder was es sonst geben mag unterbringen in solchen Chars. Das ist ein 16-bittiges Ding, nicht nur 8-Bit. Also da passen auch exotische Zeichen rein. Dieser Char ist nicht zum Rechnen gedacht. Das ist genau wie der Char in Java, der ist da auch nicht zum Rechnen gedacht. In C und C++ gibt es sowas auch, dann heißen die White Characters. Aber nicht vergessen, Char ist hier nicht das Byte. Char ist wirklich gedacht als Zeichen für Texte, für nichts anderes. Das Byte heißt tatsächlich Byte. Jetzt muss man gerade gucken, wo mache ich das überhaupt hin. Ich mache mal hier in der zweiten Spalte weiter. Das Byte heißt wirklich Byte. Das sollen die 8-Bit sein. So sind die ohne Vorzeichen. Und so sind die mit Vorzeichen. S-Byte. Also das hier wäre, wie schreibe ich das jetzt mal? Byte mit Vorzeichen. Andersrum, ohne Vorzeichen, Entschuldigung, ohne Vorzeichen. Ohne Vorzeichen. Und da haben wir das S-Byte mit Vorzeichen. Signed Byte. Also es steht da nicht ausdrücklich als Name Signed Byte davor, sondern nur ganz kurz S-Byte. Dann gibt es den Short, den kannten wir ja auch schon. Zur Verwirrung, Short mit Vorzeichen und U-Short, Unsigned Short, ohne Vorzeichen. Wo Sie in C schreiben mussten, Unsigned Short, heißt das hier U-Short. Ebenso gibt es den Integer und den Unsigned Integer, Uint. Es gibt den Long und den Ulong für Unsigned Long. Und natürlich gibt es auch noch, ohne Überraschung, Float und Double. Es gibt kein Long Double. Also wirklich nur 32-Bit und 64-Bit. Aber es gibt noch einen ganz besonderen Decimal. Decimal. Das ist ein Zahlentyp für Finanzrechnungen. Das Ding ist wirklich intern dezimal abgespeichert. Das wird, wie der Name schon sagt, das wird intern nicht binär abgespeichert, sondern dezimal. Das heißt, es ist ziemlich langsam, was das Rechnen angeht, hat dafür aber exakte Cents am Ende. Man hat viel weniger Probleme mit Rundungsfehler, wenn man den nimmt. Decimal für Finanzrechnungen. Was muss ich hier noch sagen? Ah ja, für alle Leute, die zufällig Java gesehen haben schon, Java kennt nur Typen, Zahlentypen zum Rechnen mit Vorzeichen. In Java gäbe es die nicht, um das zu vereinfachen, sagt der Begründer von Java. Denn in der Tat, die Rechenregeln, wenn man jetzt mischt, was passiert, wenn ich eine Zahl ohne Vorzeichen zu einer Zahl mit Vorzeichen addiere, was passiert, wenn ich solche voneinander abziehe und so weiter, die Regeln, wie die Typen jetzt durcheinander gehen, sind nicht ganz einfach. Insofern ist das schon eine nachvollziehbare Entscheidung, in Java einfach die Typen ohne Vorzeichen rauszustreichen, weil es dann einfacher wird. Andererseits ist das gerade bei dem Byte sehr ärgerlich. Wenn ich eine einfache Zahl im Speicher habe, möchte ich gerne doch die als 0 bis 255 haben und nicht als minus 128 bis 127. Das ist eher unglücklich, wenn man mit den einzelnen Bits im Speicher rum hantiert. Egal, das als Anmerkung am Rande. Also Sie haben Typen mit und ohne Vorzeichen, wie in C und C++. So eine ganz schräge Geschichte namens Decimal. Character für richtige Zeichen, die auch mal aus ganz fremden Sprachen kommen können. Und das Byte
das Byte heißt dann nicht mehr Char, sondern heißt Byte für die 8-Bit. Und ja, das ist das, finde ich, das Einzige, was überraschend ist, dass das Byte mit Vorzeichen dann S-Byte heißt und das Byte ohne Vorzeichen dann einfach nur Byte. Man hätte es auch U-Byte nennen können, aber so ist es passiert. Alle diese Typen haben normierte Größen. Das Byte hat immer 8-Bit, der Short hat immer 16-Bit, der Uint hat immer 32-Bit und der Ulong hat immer, oder Long, beide haben immer 64-Bit. Das ist anders als bei C und C++, wo es je nachdem ist. Int war in C und C++ die typische Größe auf der Maschine. Hier ist es festgeschrieben, egal wie mickrig diese Maschine ist, sie muss als Int und Uint eine 32-Bit-Zahl machen. Also das heißt hier mit Vorzeichen einen Wert von minus 2 Milliarden irgendwas bis plus 2 Milliarden irgendwas und ohne Vorzeichen einen Wert von 0 bis 4 Milliarden irgendwas. Die Zahlen hatten wir ja schon mal bei, diese Grenzen hatten wir ja schon mal bei C gesehen. Wo ich das sage, diese Grenzen steckten bei C in extra Header-Dateien und waren da ein bisschen umständlich rauszuprokeln. Wenn Sie hier wissen wollen, was die Grenzen eines Zahlenbereichs sind, geht das einfacher. Sie können, das ist Lückentext Nummer 2, Sie können Folgendes tun. Sie können sagen, von dem Int, sag mir doch mal die maximal mögliche Wert, den maximal möglichen Wert, ohne in irgendwelche Header-Dateien nachzugucken. Das ist also das Schlimmste, was Int kann. So, das ist die schlimmste Zahl, die aus Int rauskommen kann. Int ist jetzt eben nicht nur ein ganz schlichter Typname, wie in C, und überhaupt auch wie in C++, sondern ein Klassenname. Und ich kann Funktionen und andere eigene, andere Member dieser Klasse aufrufen. Insbesondere kann ich nach dem maximalen Wert fragen. Ich kann das natürlich ebenso für diese Zahlen tun. Double, Maximum, ups, das sieht man jetzt an der Aufnahme nicht, hier Maximum Value, oder Sie können auch sagen NaN. Sie können eine Double-Zahl direkt auf Not a Number setzen. Also das Ergebnis von Wurzel minus 1. Wenn Sie sich erinnern, das war not a number. Sie können eine Double-Zahl direkt auf, wo sind wir es hier, minus unendlich setzen, ohne irgendwelche Klimmzüge. Ich kann Vergleiche machen. Wenn aus einer Rechnung eine Zahl rauskommt, denken Sie an diese Physiksimulation von dem Seminar. Wenn aus einer Rechnung eine Zahl rauskommt, kann ich prüfen, ob diese Zahl brauchbar ist. Hier gibt es eine Methode, zum Beispiel is not a number. Das wird wahr, wenn diese Zahl tatsächlich ein Problem hat, wenn es not a number ist. Zum Beispiel, wenn einer die Wurzel aus minus 1 gezogen hat. Können wir da was dazwischen schreiben? Lasse die Klammer dahin jetzt leer, zu wissen, was ich meine. Wenn dieses oder jenes passiert, dann tue Folgendes. Ach so. Das beherrschen die Zahlen. Dann kann ich natürlich eine Zahl in eine Zeichenkette verwandeln. Das kam gestern ja schon im Praktikum vor. Sie können einfach sagen A to String. Jetzt überlege ich gerade, ob das klug war, das mit dem Negative Infinity zu machen. Das war, glaube ich, ziemlich blöd. Ich nehme das mal weg, dass wir ja doch ein Maximum Value oder nehmen wir Minimum Value, sowas, Minimum Value. Dass wir hier auch eine vernünftige Angabe in B haben, sonst steht da einfach nur unendlich. Ich hätte noch gerne eine ordentliche Zahl hier jetzt in B drin. So sieht das aus. Eine Zahl, toString, gibt Ihnen die Übersetzung in eine Zeichenkette. Sie können diese Übersetzung auch noch ein bisschen feintunen, indem Sie angeben, wie das Format sein soll. Zum Beispiel hätte ich gerne eine Stelle vor dem Komma, drei Stellen nach dem Komma und dann Exponent mit großem E. Vorzeichen vom Exponenten nur, wenn es negativ ist und den Exponent mit drei Stellen.
habe ich nachgucken müssen, weiß ich auch nicht auswendig. Sie wählen ToString an, drücken F1, das mache ich jetzt auf dieser Maschine nicht, weil alles zusammenbricht. Sie wählen das an, drücken F1 und kriegen die Hilfe dazu und können in der Hilfe nachgucken, wie es denn geht. Also das wäre jetzt eine Art, von der Doppelzahl A zu übersetzen in eine Zeichenkette. Das können Sie steuern, wie das passiert. Gucken wir uns mal an. Ja. So, der maximale Integer, wie Sie sehen, ist 2.147.000.000 noch was. Wussten wir schon. Bis auf die letzten Stellen da, 647 hätte ich nicht gewusst. Der minimale Wert für eine Doppelzahl, na komm schon, da haben wir es, minus 1,79 bla mal 10 hoch 308 ist der minimale Wert für die Doppelzahl. Hier wurde gefragt, ob die Doppelzahl not a number ist, ist nichts weiter passiert. Diese Doppelzahl in eine Zeichenkette zu verwandeln, da ist die Zeichenkette. Wenn Sie gute Augen haben, bessere als ich, sehen Sie, dass diese Zeichenkette ein Komma hat, ein Dezimalkomma. Das ist die Standardeinstellung. Mein System ist standardmäßig auf Deutsch eingestellt, dann macht er ein Dezimalkomma. Anderswo macht er ein Dezimalpunkt oder was auch immer eingestellt ist. Hier sehen Sie plötzlich einen Dezimalpunkt. An der Stelle verlässt er sich dann wirklich auf das, was Sie dem System angeben. Also Sie können dann obendrein noch einstellen, welche Kultur das sein soll und Ähnliches, um Zahlen zu formatieren. Muss man im Zweifelsfall in der Hilfe nachgucken. Ich kann mir das nicht merken. Also wenn Sie brauchen, dass eine Integerzahl führende Nullen hat und in einem Feld ausgegeben werden soll, was 3 breit ist, ToString F1 nachgucken. Es geht, aber es lohnt sich nicht auswendig zu lernen, wie es geht. Das sind die billigen Geschichten. Und nun geht es auch rückwärts. Nicht von der Zahl zur Zeichenkette, sondern von der Zeichenkette zur Zahl. Das kam schon im Praktikum vor. Ich kann zum Beispiel sagen, int parse. Genauso geht das natürlich mit double und genauso geht das mit long. Int parse von einer Zeichenkette. Diese Zeichenkette kann zum Beispiel aus einer Textbox stammen oder sie kann aus einer Datei stammen, sie kann aus einer Webseite gelesen sein. Auf der Webseite steht dann ja nicht die Zahl binär 123, auf einer Webseite steht das Symbol 1, das Symbol 2 und das Symbol 3 und irgendwer muss die Übersetzung machen. Das wäre die Funktion zum Übersetzen. Parse, hier jetzt für int und es wird eine ganze Zahl draus. Jetzt sehen wir wieder das mit den Exceptions. Wenn Sie das probieren, aber es steht keine Zahl drin, wird das fehlschlagen, führe ich das sofort vor. Und das führe ich mal so, nicht an dieser Stelle, das war schlecht wieder. Sie sehen an der Stelle, das ist unschön, ich setze das mal an eine andere Stelle im Programm, dass der Absturz nicht so komische Fehlermeldungen produziert. Ich baue mal wieder einen Knopf und setze das, das war ein Border und kein Button. Okay, Entschuldigung. Button wollte ich haben. Besser. Ich setze das mal hier rein. Und dann können wir wieder einen netten Absturz provozieren. Oh, E. E gab es schon. Muss ich anders nennen. Nennen wir das F. Ein Klick auf den Knopf wird das also zum Absturz bringen. Da. Format Exception, die Eingabezeichen folgt das falsche Format, ABC, ist eben keine Zahl. Und das kann man jetzt wieder mit Try-Catch beheben, wenn man will. Hier kann ich ein Try drum setzen. Da ein Try drum setzen. Ja, komm schon. Nee, das hier. Und danach mit einem Catch, wenn man es schreiben könnte. Exception E sollte ich jetzt nicht schreiben, den gab es schon so. Und irgendwas unternehmen, was auch immer. Das wird nicht mehr abstürzen. Das Ganze gibt es in einer etwas netteren, handlicheren Form.
Sie können sagen int.tryParse. Versuche zu parsen. Der nimmt die Zeichenkette. Ups. Der nimmt die Zeichenkette und will dann, das ist jetzt ein bisschen schräg, ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal tiefer drauf eingebe, will dann eine Variable haben, in die er reinschreiben kann. Das ist etwas komisch, das kennen Sie bisher aus C, nur alle Variablen, die wir hier übergeben, aus denen wird gelesen. Wenn man jetzt ein out davor schreibt, wird da reingeschrieben, in die falsche Richtung. Nicht out, int. Int, welchen haben wir noch nicht? FG von mir aus, so. Und hier sage ich, das Ergebnis schreib bitte in die Variable g. Sieht ein bisschen schräg aus, wenn man das erste Mal sowas sieht, aber ganz hilfreich. Und tryParse liefert mir als Bootchen-Wert zurück, ob es funktioniert hat. Also er schmiert nicht ab, schmeißt keine Exception genauer gesagt, sondern sagt mir mit einem Bootchen-Wert, ob das funktioniert hat. Hier wird es funktionieren. Und wenn ich dasselbe nochmal mache mit meiner falschen Folge ABC, ups, ABC wird es natürlich nicht mehr funktionieren. Gucken wir uns an. Erstmal sollte ich jetzt nicht mehr abstürzen bei Klick auf Button. Okay, Sie sehen, jetzt hat er überlebt den ersten Teil. Jetzt diese Zeile. Ein weiter. Okay ist true, ach da unten sehen Sie es auch, okay ist true, es hat funktioniert und in der Variablen g steht tatsächlich 123 und wenn ich jetzt diese Zeile probiere, muss okay sinnvollerweise falsch werden, weil er abc nicht in eine ganze Zahl verwandeln kann. Und okay ist falsch, so geht das Ganze etwas schlanker. Und g ist 0, gut, ich glaube, da steht sogar in der Doku, g ist undefiniert. Macht natürlich Sinn, dass g 0 ist, um einen plausiblen Wert zu haben. Okay, das zu den grundlegenden Typen.